Moin Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde LS19 Nordfriesische Marsch hier natürlich am Samstagmittag. Moin Moin. Schönes Wochenende wünsche ich allen. Und auf geht's hier, ne? Weiter, weiter, weiter. Wir sind am Spritzen. Das ist eigentlich sozusagen unser größtes Augenmerk, gerade Spritzen. Damit. Oh, warte. Damit wir die Felder Unkraut freikriegen. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wo wohl hin will. Hatten wir das mit dem Standardhelfer letztes Mal noch gemacht zum Ende hin? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder fährt er jetzt einfach nur zurück und dreht ein kleines Stück? Das Blöde ist, ich kann da... Weil ich weiß nicht genau, die Spritze, die wir hier gekauft haben, irgendwie scheint sie ja doch keine Pflegebereifung drauf zu haben. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass sie uns das Zeugs platt fährt, was natürlich nicht ganz der Sinn der Sache ist. Und so fährt sie jetzt keine Ahnung wohin. Ganz bisschen was ist auf 6 noch, ne? Viel ist es nicht. Wir könnten theoretisch über die Straße und hier nochmal reinfahren und da versuchen, den Kursplay nochmal zu treffen. Ansonsten suchen wir uns vielleicht noch andere Felder. Ansonsten ist auch nicht mehr ganz so schlimm vor Unkraut her. Wir haben hier noch einen Düngerheini auf 7 fahren. Dann lass uns den mal als nächstes wieder losschicken. Nicht mehr am ersten, sondern am naheliegendsten Wegpunkt. Dann klappt das auch besser. Dann müssen wir natürlich immer zu Beginn erstmal... Das war einer gewesen. Oh. Den mache ich jetzt mal, bevor der vergessen wird und nachher die Tiere wieder im Trailer verenden. Da läuft man hier doch mal Gefahr, wenn man das nicht konzentriert zu Ende macht, sondern zwischendurch wieder sich um ganz, ganz andere Sachen kümmert. Da ist der Schlachter nämlich auch bald voll, was Rinder angeht. Ach Gott, ich war ja schon ein bisschen ausholen, macht schon Sinn mit den LKWs. Ansonsten sieht das so aus wie hier gerade bei mir. Mal kurz mal gucken. Sind noch 135.000 umgerechnet Rind am Start. Gut für Rindfleisch. Premium. Zwischen Leder gibt es natürlich auch noch und Wurst auch. Also von daher, es ist schon ganz gut, was wir hier machen. Wenn der Schlachter immer Schwein hat, hier Rind hat. Schwein wird er auch irgendwann immer kriegen, wenn wir da ein bisschen mehr von haben. Wenn es vielleicht irgendwo noch die Zuchtgelegenheiten gibt, müssen wir mal gucken. Ich würde behaupten, dann kann ich eigentlich direkt wieder zum Rinderhof zurückschicken. Ihr habt gesehen, die Abfahrerkurse sind hier, ne? Feld 01 Abfahrer und Feld 66 Abfahrer. Die sind fälschlicherweise im BGH-Ordner drin. Die muss ich mal... Eigentlich könnte ich sie jetzt direkt ziehen, ne? Oder? Den Modus an. Muss ich den Modus überhaupt anmachen? Feld 1 Abfahrer kommt hier mit rein. Feld 66 Abfahrer würde hier wohl mit reinkommen. Gut. Funktioniert. Rinderstall 1 befüllen. Nehmen wir erstmal, also ich werde demnächst mal oben, ich werde jetzt mal, glaube ich, weiß nicht, ob wir das heute machen, aber wir müssen. Was ist denn mal für einer? Ein Düngerhain. Der kann hier aber nicht mehr düngen. Weil er schon dahin gefahren und die Düngerstufe hat sich nicht verfärbt. Wie ist Wachstum? Naja. Dann müssen wir ein Wachstum abwarten auf den Feldern. 7 wird ja gerade gemacht, dann ist noch 10 und 8 hier oben. Das wird der eine aber schaffen, dafür müssen wir mit dem nicht unbedingt los. Mehr ist er nicht. Düngen auf der 11, nö. Sehen auf 42. Auf 42 soll tatsächlich noch Raps rauf. Das ist das Feld, was wir schon länger in Betracht ziehen, ne? Ich fahre erstmal Hofmitte. Und dann gibt es ja mittlerweile auch die Möglichkeit, also ich glaube, tendiere dazu, dass wir diese Auffüllgeschichten. Dass wir das im Hofsilo einlagern, Saatgut und auch Dünger, sodass wir auch irgendwann mal die Sämaschine und alles Mögliche da laufen lassen können. Ja, und er fährt jetzt hier blöd rum, ne? Das ist irgendwie nicht zielführend, ehrlich gesagt. Ich kann aber auch nicht eingreifen. Ja. Den Autodrive aber vielleicht fahren lassen, so dass er rausfährt, ohne was kaputt zu machen, oder macht der Autodrive auch das Feld kaputt, oder es liegt an der Spritze. Ihr seht es, die Spritze haut einem das Feld kaputt. Auch im Autodrive-Modus.
Die ist nicht gut. Schade eigentlich. Haben wir natürlich gekauft. Eine Fehlinvestition. Kann man mal haben. Generell sind so Fahrgassenspuren ja gar nicht so schlecht, ne? Gerade mit dieser Arbeitsbreite. Aber, ach, weiß ja nicht. Aber optisch hat es irgendwie was, ne? Aber der haut ganz schön was weg. Das finde ich ist immer ein bisschen zu viel, was der weghaut, weil das Getreide selbst ja immer relativ grobflächig auf den Feldern drauf ist. Ja, tendiere zu, die zu verkaufen. Man kann noch, oh, da kommt er. Wir können noch einmal versuchen umzurüsten, aber ich glaube nicht, dass wir da noch eine andere Möglichkeit haben, weil ich meine, es ist Pflegebereifung. Sieht zwar auch nicht so richtig dünn aus, aber soll Pflegebereifung sein. Vielleicht ist es der falsche Typ. Wir können noch mal gucken, wir haben noch andere Pflegebereifungstypen. Vielleicht funktioniert einer. Testen können wir es relativ schnell, indem wir einfach einmal rückwärts auf dieses Feld hier vorne fahren zum Beispiel. Dann, ups, sehen wir gleich, ob es funktioniert oder nicht. Ist angekommen, Hofmittel, das ist gut. Dann hatten wir auch noch die große Spritze. Die ist auf Feld 5. Und wollten wir noch irgendwie ein bisschen Krams durch die Gegend fahren. Den hatten wir, glaube ich, zu Zementwerk gefahren, glaube ich. Da müsste der LKW stehen oder sollte stehen mit den Paletten fahren. Ne? Zement und Steine und Steine. Ja, ich hatte überlegt, ob wir jetzt tatsächlich das große Feld kaufen. Ne? Und ich tendiere zu mittlerweile ja. Wenn der Raps raufkommt, ist natürlich interessant. Wir sparen uns das, aber ich habe eigentlich meiner Meinung nach fast genug Raps. Ist Pflegebereifung Standard oder Pflege? Trelleborg oder Michelin? Wir können auch mal die Michelin versuchen. Die besser sind. Das sind jetzt die Michelin, oder? Ja. Vielleicht ist es ein Fehler mit den Trelleborgs. Man weiß es nicht. Vielleicht ist aber auch ein Fehler mit der Spritze. Und dazu habe ich mich bisher zu wenig mit Fahrzeugmodding auseinandergesetzt, als dass ich denn mich jetzt schnell ransetze und zack, das einfach möglich mache, dass es dann nicht kaputt geht. Dass es originale Pflegereifen sind, so wie beim der Traktor das eben auch hat. Da geht gar nichts kaputt. Wie ist das denn hier? Rechts zählt ja schon. Ja, da sehen wir schon, die fährt auch das kaputt. Gut. Die ist nicht so nice. Die müssen wir verkaufen. Oder es gibt dafür ein Update. Ich weiß nicht genau. Erstmal mal in die Kommentare reinschreiben. Die Empfehlung an sich ist ja gut, aber die Spurengeschichte ist ungünstig. Ja, keine Chance. Da ist das alles weg. Seid ihr für heute Feierabend? Ich lasse die noch mal ein paar Tage jetzt am Hof stehen, bevor wir die wieder verkaufen. Vielleicht gibt es tatsächlich noch irgendwie eine Lösung, die relativ einfach umzusetzen ist. Im Zweifel natürlich ein Update von der. Ansonsten finde ich sie gut, weil die schön Volumen hat. Die könnte natürlich auch ein ganz bisschen weniger verbrauchen, das ist klar. Ich glaube, ich habe auch noch eine neue Spritze gekriegt vom MEF zwischendurch. Muss ich aber wirklich mir noch erst runterladen, angucken und so weiter und dann vielleicht bei Gelegenheit mal austauschen. Das, so ist es ungünstig. So, auf der 5 steht der. Der hat aber auch schon fast alles Unkraut hier weggekriegt. Machen wir Hofmitte. Der ist schon am Ende. Unfleißiges Bienchen. Arbeitstier, ja. 82,1 Betriebsstunden hat er hier schon geschafft. Wahrscheinlich auch einer der meisten, ne? Der ist aber auch echt viel in Arbeit. Kommen wir mal schnell zu Feld 8. Düngen, das ist haben wir. Nein, am 1. und dann, genau. Das Team, das fahren wir schnell selber rüber, kein Problem. Mal einmal kurz sehen, dass es geht.
geht. Also versuchen wir am ersten Wegpunkt anzufangen hier auf dem Feld. Ich sage natürlich auf der anderen Ecke, aber okay, ist so. Pantera ist auf dem Rückweg. Dann haben wir immer noch unsere Verkäufer irgendwo. Die stehen wahrscheinlich gerade beide wieder hier hinten und blockieren sich oder so, ich weiß es nicht. Der Luke ist hier gefahren. Wo ist dann nochmal der Punkt eigentlich? Und 25, ja, können wir Sand nehmen. Ein bisschen mehr Sand. Also der Punkt ist ziemlich nah dran, ne? Ich weiß gar nicht genau, ob ich den Punkt auch verschieben könnte. Geht noch nicht so gut. Den könnte ich verschieben. Ich würde doch eigentlich auch den verschieben, wo er drauf steht gerade, oder? Ja, da hinten ist jetzt ein blöder Knick drin, den versuche ich nochmal rauszukriegen. So, jetzt ist der Punkt ein ganzes Stück weiter weggeschoben. Das ist cool, dass man das mit den Punkten machen kann, weil dann kann man natürlich auch merken, falls man mal einen Weg komisch eingefahren hat, der dann nicht so richtig funktioniert, weil er nicht auflädt, weil er nicht weit genug fährt. Das ist mit Autodreifer immer das Problem, dass man wirklich ein ganzes Stück vom Träger weg sein muss. So, Sand haben wir drin. Oh Gott. Boah, ich wollte nicht aufzeichnen. Das ist jetzt hier so ein zwei Stücke gewesen, die komplett sinnlos sind. Die nehmen wir aber auch gleich wieder raus. Modus weg. Abfahrer einstellen. Ich gucke noch mal kurz in die auch interessanten. Wie war das noch? Kann auch hier rüber gehen, ne? Kurveneinstellung. 75% Kurvengeschwindigkeit. Ich will auch nochmal 70 anwenden. So, da ist der Erde-Kollege. Und bei dem ist, glaube ich, das Problem, dass an sich fährt er weit genug. Aber die Produktion steht nicht auf Autoload. Das sollte ich auch mal. Habe ich mir das nicht sogar schon notiert? Mal eben. Ja, der Autodrive automatisch. Doch, habe ich mir schon notiert. Alles gut. Wird also in der nächsten Version wahrscheinlich behoben sein. Das Zentrallager haben wir auch noch nicht angebunden ins Autodrive-Netz, um da irgendwie so einen zentralen Punkt zu haben. Und ich hatte ja auch bei Holger empfehlenswert auf jeden Fall. Wie gesagt, er bindet das Zentrallager auch komplett über Autodrive an. Jeder Halle kriegt sozusagen seinen Punkt. Müssen wir mal gucken, ob wir das auch noch so detailliert irgendwann mal gestalten. So, Verkauf an der Baustelle, wo willst du hin? Na gut, fahr halt darum. In die Richtung haben wir scheinbar keinen Kurs. Kann ja auch sein. Ein bisschen Mischration noch für den Stall. Mehr gibt es aber nicht. Mehr braucht ihr nicht, okay. Ach, der steht hier im Weg und schon, ach Gott, schon bremsen wir natürlich alles wieder aus. Weil die ja irgendwie, glaube ich, keine richtige Kollision haben. Ja, blöd halt, ne? Aber ist ganz gut, so lassen wir dem anderen immer ein bisschen Abstand. So wenig Abstand. Kriegen wir nicht mal alles mit, was hier rauskommt, ne? Nicht ansatzweise. Also viele rote Steine. Zum Ende steht hier auch noch genug.
Den Rest müssten wir eigentlich, na, 4 Stück. Nehmen wir noch 2, dann kriegen wir, glaube ich, den Rest hier auch mit. So, auch voll. Moment, und Steine. Das ist natürlich auch die Frage, lagern wir das jetzt ein, um es dann wieder auszulagern? Oder gucken wir lieber gleich einmal kurz, ob wir nicht bei beiden sowieso die gleiche Verkaufsstation haben. Dann würde ich die Ladung jetzt auch verkaufen. Dann haben wir ein bisschen mehr Puffer und ich tue mich, glaube ich, mit Feld 42 leichter. So meine Überlegung. Und das ist schon natürlich echt eine Menge Geld, was wir hier drauf haben mit den Paletten. Zement und Schutzsteine ja auch. Also. Im besten Falle ist natürlich beides höchstpreisig an der Baustelle oder am Baumarkt veräußern. Baumarkt. Rote Steine auch Baumarkt. Das ist so sehr, sehr gut. Und sogar gerade rote Steine sind noch preismäßig steigend. Und ich bin auf... Ah, warte mal. Darf auch das nicht vergessen. Wir müssen eins nacheinander machen. Kriegen wir eh nicht hin, ne? Aber wir müssen die hier, die Pantera, wo ist sie denn? Auch hier schon stehen. Da ist sie. Einmal zum Aufladepunkt stellen, damit das Ganze weitergeht, ne? Nicht auffüllt, wird das nichts. Ärgerlich, die andere Spritze haben wir jetzt verkauft. Ich glaube, die andere hatte tatsächlich echte Pflegereifen drauf. Und das Gerät ist ja auch an sich nicht schlecht, finde ich. Nur ein bisschen wenig Kapazität. Ich würde sagen, kann er einen Anhänger mitnehmen? Kann man einen Tankanhänger dahinter packen? Das haben auch einige gesagt, ne, dass sie einen kleinen Tank zum Feld fahren, sozusagen mit der Spritze zusammen von Feld zu Feld und da Auffüllmöglichkeiten haben. Also so schlimm ist die Unkrautsituation aber nicht. 52 finde ich ist noch ein bisschen viel. Na, 53 ist Gras. Unkraut da drin, das ist auch alles. Alles finde ich verkraftbar. Von daher auf zum Baumarkt mit dieser Ladung. Wie gesagt, bester Preis von beiden. Hätten wir jetzt graue Schneide mit, wäre es nicht funktioniert. Weil wir natürlich jetzt versuchen werden, über das Zentrallager logischerweise nur noch Bestpreise zu verkaufen und nicht einen Teil hier, weil sozusagen oder von wegen so eine Ladung, wenn jetzt rote Steine bei der Baustelle besser wären oder Zement bei der Baustelle besser wäre. Das gilt es jetzt ja grundlegend zu vermeiden. Ja, Feld 42 sehen wir da hinten in der Ferne. Ne? Ist schön groß, also schönes Feld. Um später auch mit 2 Mähdreschern oder 3 Mähdreschern so ein Feld mal zu bearbeiten. Vorausgesetzt, unser Autodrive-Abfahrer funktionieren. Da müssen wir dann auch noch mal ein bisschen umrüsten, aufrüsten im Sommer, denke ich, wenn die Ernte beginnt und mit Abfahrern. Sondern ein paar schöne Gespanne zusammenstellen, ein bisschen Kapazität. Aber trotzdem auch nicht übertrieben. Dann lieber einen Abfahrer mehr. Und das Ganze wird erstmal zentral eigentlich im Hoflager eingelagert und dann eben an die entsprechenden Stellen weiterverteilt. Oh, du bist wieder mit, das ist ja schön. Hauptsache immer Handy in der Hand. Typisch. Tanken geht noch. Mit dem Gespann tanken macht ja auch keinen Sinn, ne? Wird man das abkoppeln und dann schnell tanken. Und das war klar, dass unser Sand- und Erdeverkäufer, die blockieren sich wieder gegenseitig. Da. Warte mal. Der Trigger selbst ist ja groß. Ich tendiere. Der fährt da vorne bis zur V-Baustelle. Hält aber jetzt hier ja auch schon an, weil hier praktisch der Abgabepunkt ist, oder? Wie weit will er denn mitfahren? Würde ja sagen, dass, ja, wohl, der fährt ja trotzdem so weit, ne? Und hält dann, glaube ich, erst später an. Oh, das zählt jetzt als Einverkauf.
gut, lassen wir sie. Ich würde sagen, wir lassen sie. Was ich nicht lassen sollte, ist den Radlader wieder loszuschicken. Er macht doch immer noch eigentlich sehr gute Arbeit mit Cosplay. Wie viel haben wir noch? 1 Million noch an Silage. Und wie viel ist drin? 30.000 noch. Gerade noch rechtzeitig so ungefähr. Und hier haben wir sie ein bisschen aus den Ecken rausgekratzt. Auch den sollten wir mal wieder einschalten. Ich fahre nochmal ein bisschen näher. Dann kriegen wir hier, glaube ich, den Rest auch wirklich raus. Muss ich wieder auf Steuerung I klicken? Okay, hat er nicht gelockt vom letzten Mal sozusagen, okay. Ich versuche das hier nochmal so ein bisschen zu verteilen, also jetzt nicht da, wo er jetzt gerade hinkleckert, aber ein bisschen schräg nochmal anzufahren. Ich merke auch schon wieder, die erste Folge, liebe Leute, kommt zum Ende. Also wir werden dann heute Nachmittag gucken, wie viel wir für die Steine kriegen und dann werde ich auch endgültig sagen, jo, ich glaube, wir kaufen das Feld. Also wenn ihr Bock habt, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar, wenn ihr Bock habt und ja, dann hoffentlich einziehen. Machen wir da nochmal einen Haufen. Ja, hoffentlich bis später. Ne? Vielen Dank. Bis dann und tschüss.